Das sieht total bescheuert aus mit der Fackel. Zum Glück ist das danach wieder beides wiederverwertbar und nicht kaputt. Oh, Creeper! Ich habe ein Gavin auf meinem Speicher hängen. Das ist jetzt toll. So schön zwischen den Kisten. Oh, das gefällt mir. Warte, ich drehe. Ach so, das. Das Bild. Yay! Ich glaube, ich mache mir noch ein paar Gemälde, wenn das geht. Klar, mach das. Wenn du mehr Wolle brauchst, gehe ich auf Wollejagd. Ich glaube, ich mache das auch mal. Nimm dir aber eine Schere mit, ne? Sonst musst du die Schafe töten. Mhm. Ich glaube, eine Schere machst du dir sogar nur aus zweimal Eisen. Ja. Ich habe auf jeden Fall vier dabei und in der Truhe draußen müssen auch noch welche sein. Und eine Schere hält ziemlich lange. Werkzeug. Spinne! Das hänge ich mir doch nicht auf. Teilweise erkenne ich es leider gar nicht. Achso, ich habe es noch gar nicht eingesammelt. Mhm. Ist es runtergefallen? Es ist weg. Es ist kaputt gegangen. Wahrscheinlich habe ich es so oft abgebaut. Ach nee, da oben. Versuch. Es gibt doch dieses riesige Kung-Fu-Bild. Ich versuche das gerade mal hier zu machen, um wie so einen Trick. Totenkopf. Oh, das ist schön. Nur, dass ich nicht voll, könnt ihr es komplett aussehen? Ja, passt. Bild jetzt übereinander hängen. Ach, das habe ich auch gerade eben aufgehängt. Willst du da was verstecken oder was hast du vor? Ja, ich weiß, man kann eine Wand machen, aber ich glaube, da muss man eine Tür vorher hinsetzen. Das funktioniert dann. Weil ich hätte gern hier, guck mal, die Treppe, die hier rauf geht. Ich finde, das sieht schon doof aus. Ich hätte gern quasi so eine geheime Kammer. Ach so. Ich hätte halt gern ein recht großes Bild. Nein, nicht. So. Das ist doof.
Eisenerz meinst du, kann ich eine Schere machen, oder? Mit Eisen. Nicht mit Eisenerz. Eisenerz musst du erst einschmelzen. Ach so. Dann ist dann das hier. Nee, Eisenbarren ist auch wieder falsch, oder? Ja. Nee, Quatsch. Das ist richtig. Naja, jetzt habe ich eine Wand voller Gemälde. Sieht auch nicht besonders schön aus, aber... Naja, irgendwie muss ich da... Wahrscheinlich muss ich die Tür offen lassen. Der Trick funktioniert. So, ich gehe dann mal nach Schafen gucken. Oder sollen wir uns kurz hinlegen und dann gehe ich im Hellen mal gucken? Wir können uns ruhig hinlegen. Okay. So. Auf geht's. Dann laufe ich mal da rein. Ups, falsche Taste. Hey, das hat direkt wieder Wolle bekommen. Das ist doch gut, wenn du sie denn eingesammelt hast. So, guck mal, jetzt habe ich meine Bilderwand. Ja. Und hier kann ich durch. Ah. Da hat eine Minikammer noch. Okay. Wie jetzt Harry Potter. Und lebe unter der Treppe. Ist das jetzt ein Spielfehler? Nein, das ist ich denke nicht, dass das ein Spielfeld ist. Du kannst Bilder über Türen platzieren. Also du platzierst einen Block neben der Tür und da kannst du ein Bild dran machen und das Bild verdeckt dann die Tür mit. Und wenn die Tür offen ist, kannst du durch das Bild durchgehen. Das ist normal. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, aber du kannst da halt rumtricksen so ein bisschen. Ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt so schmal ist, aber wenn ich es mir noch breiter mache, das sieht doof aus. Ich meine, die Bilder sind nicht besonders schön, die ich hier habe. Ja. Guck mal, ob ich noch was Schöneres finde. Platsch. Na, wo bist du da? Ein schwarzes Schaf. Jetzt ist es nicht mehr schwarz. Ich habe keinen Tintensack bekommen. Ah doch. Ah, ich habe ihn schon eingesammelt, um das mitzubekommen. Ach,
Das war weit weg. Ja? Ja. Ich dachte, ich wäre im Kreis gelaufen. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich weiß ja, wo ich wieder hin muss. Hoffentlich. Ich glaube, ich baue mal was Birkenholz ab. Ich sehe nämlich gerade eine Birke. Mach das. Nur vorsichtig sein. Nicht irgendwo runterstürzen. Oh, ich dachte schon. Ich war ziemlich weit runtergefallen. Aber nein. War nur, ich glaube, eine Etage oder wie man. Also ein Stein. Ebene? Ja, genau, eine Ebene. Komm her. Ich habe das Gefühl, mich wollen keine Schafe finden oder ich soll keine Schafe finden, besser gesagt. Och, Menno. Das ist doch blöd. Schwein. Ich hab einen Wolf. Achievements zu kriegen mit den Gamertags. Ja, können wir versuchen. Weil dann können wir auch gucken, dass wir demnächst diese Schienenstrecke bauen zum Beispiel. Das ist ja das zeitaufwendigste Achievement, meine ich. Weil falls wir irgendwann mal uns mal entscheiden, wir gehen jetzt mal in den Kreativmodus in unserer Welt, können wir ab da an keine Erfolge mehr holen. Oh, stimmt. Ja, dann sollten wir das vorher erledigt haben. Richtig. Je nachdem, was wir halt mit ihm noch machen werden, brauchen wir den kreativen Modus wahrscheinlich. Also zumindest, um uns eine Menge Zeit zu ersparen. Ich guck mal kurz, welche Achievements mir noch fehlen. Aus Holz und Stöcken eine Spitzhacke her. Hä? Hast du das nicht gemacht? Wahrscheinlich habe ich bisher nur Steinspitzhacken gemacht und noch keine Holzspitzhacke, weil wir die gefunden hatten. Ach so. Ja, das ist gut möglich. Und eine Hacke. Stell Brot aus Weizen. Also ich muss noch ein paar Holzsachen machen. Interessant. Ja, einen Kuchen backen. Fange einen Fisch und koche ihn. Ja, das hatte ich ja eigentlich ja in der Tutorial-Welt vorgehabt. Stimmt, werde ich dann am besten auch machen, weil sonst müssen wir noch... Wobei, wir müssen ein Monster aktivieren. Na, jetzt hängt's leider wieder ein bisschen. Das müssen wir eh machen, um zum Beispiel uns mit Wölfen anzufreunden. Es wird nicht ohne Monster gehen. Greif ein Monster an und töte es, ja. Das ist dann auch kein Problem. Ein Nether-Portal? Geht ja relativ einfach. Wir müssen da nur gucken, dass wir eine Diamantspitzhacke haben. Und Obsidian abbauen. Ein Dispenser, das kann ich jetzt sofort machen, glaube ich. Ein Schwein mit dem Sattel reiten, ja. Das ist nicht ganz so einfach. Ach, ich bin schon dran vorbei. Müssen wir nämlich erstmal einen Sattel finden. Oder war in unserer Starttruhe einer? Nee, ne? Ich glaube nicht. Schade. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Dispenser. Wo war das noch? Da. Ach, dafür brauche ich auch einen Bogen und Redstone, okay.
Dann halt noch nicht. Falls du ein bisschen helles Birkenholz haben willst, sag Bescheid. Ich habe jetzt ordentlich. Okay, ich sag Bescheid. Ich habe 364er Stapel. Guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist Birkenholz, das ist Fichtenholz. Ach, krass. Ja. Also, das ist ja cool. Wenn du das haben willst, kann ich dir gerne noch mehr abbauen. Ich hatte noch keine Axt mehr. Das Holz finde ich an sich auch sehr interessant. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe vergessen zu springen, den Sprungknopf zu drücken und bin dann einfach runtergefallen und habe mich verletzt. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr jetzt noch zum Birkenwald zu gehen. Jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Bist du im Moment noch weit weg? Ja. Oh ja, sehr weit weg. Okay, dann gehe ich doch nochmal los. Ich bin in der Mine drin und finde hier ein paar Eisen. Wie ist das? Eisenklötze? Wie heißt das? Eisenerz? Ja. Ganz einfach. Eisenerz. Ja, und ich guck mal hier, ob ich nicht direkt schon irgendwie was Schönes finde. Geh einfach mal die Gänge lang. Okay. Es ist sehr dunkel. Ich brauche so viele Fackeln. Ich habe aber nur noch 5. Tja. Ich mach's, glaube ich, noch mal ein bisschen heller. Mach das. So, 100%. Macht's auch irgendwie nicht besser. Nicht? Ich hatte das mal eine Zeit lang auf 100% gestellt und ich brauchte überhaupt gar keine Fackeln mehr. Aber das ist, wie gesagt, auf dem PC-Monitor sieht es immer anders aus als auf dem Fernseher. Und sobald du bereit bist, wieder nach Hause zu gehen, erstmal, können wir auch uns schlafen legen und dann die Episode erstmal beenden. Okay. Hä? Das Holzklotz hat sich aber von mir neu gebildet. Der Baum versucht mich umzubringen. Also hier ist jede Menge Kohle, die ich abbauen könnte, aber... Mach das doch, das bringt eine Menge Erfahrung. Ja. Und Fackeln kann man nie genug haben. Ich denke mal, ich bringe auch gleich vielleicht ein paar Birkensetzlinge mit. Dann kann man die bei uns in der Nähe pflanzen. Sind nicht vielleicht schon in der Truhe welche? Wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte, glaube ich, vorher noch gar kein Birkenholz. Ach, Buche, so stimmt, ja. Ja. Buche und Fichte, aber Birke noch nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch wieder ein paar Setzlinge. Ich guck mal. Ich habe 10 Stück davon. Und sobald wir Monster anmachen und Skelette. Monster anmachen? Stehst du auf Monster? Ja, nein. Ja, genau. Du hast erst ja gesagt. Oh mein Gott. Na, du Zombie, hast du heute Sollte schon was mir vor? Sollte mir echt Angst, Sorgen machen. Nee. Nein, so schon mal gar nicht.
Wenn ich die anmache, dann mit dem Feuerzeug. Nee, aber falls wir halt Monster haben, können wir mit dem Knochenmehl Setzlinge sofort zum Wachsen bringen. Okay. In die falsche Richtung. Oh je, ich glaube, ich habe schon eine Feste gefunden oder wie das auch immer heißt. Das ist gut. Schauen wir mal. Wäre natürlich lustig, wenn ich jetzt direkt einen Sattel finden würde. Nicht so lustig, wenn du direkt in die Lava fallen würdest. Ja. Schauen wir mal. Oh ja, ja. Schön. Ist es eine Feste? Ja. Oder ist es eine Mine? So eine Mine. Achso, ich weiß nicht genau, wie das. Eine Mine, das siehst du halt hauptsächlich diese Gänge. Und bei einer Feste oder Festung oder was auch immer. Achso, da sind die Bücher, die. Nee, das ist nur ein Räumchen dann. Achso, okay. Also ich weiß gar nicht, ob das Feste oder Festung heißt. Ich weiß nur, dass es auf Englisch Stronghold heißt. Da ist halt jedenfalls alles Mögliche. Da sind dann Brunnen und eine Bibliothek und sowas. Und Kerzenleuchter. Kerzenhalter? Wer ist das denn? Man kann sich einen Kompass und eine Uhr machen. Und wenn du dir zum Beispiel eine Karte machen willst, brauchst du einen Kompass. Du musst in die Karte den Kompass einbauen. So, hier ist ein Monster-Spawner. Was denn für einer? Ist das ein Schwein drin oder ist das eine Spinne? Oh, ein Spinnen-Spawner, okay. So. Weil ich glaub... Mal schauen, was jetzt in der Kiste ist. In der Truhe. Ja. Trommelwirbel. Oh. Lehm. Aber es ist Lehm, glaube ich. Nee. Schießpulver. Schießpulver, ja. Du kannst die TNT nicht machen, wenn du genug fahren. Weizen. Naja, aber immerhin haben wir schon eine gefunden. Ja. Also ich mache die dann auch direkt weg, damit wir nicht dann wieder denken, oh cool, eine Truhe. Ja, gute Idee. So, hatten wir ja schon mal ein paar Mal das Problem. So, also Birkenholz habe ich jetzt einiges. Ich werde jetzt noch kurz ein paar Birken pflanzen. Mich nicht verletzt. Ui. Jetzt muss ich mal warten, wo ich bin. Achso, schade, ich dachte, es ging hier noch vielleicht weiter. Ich hoffe natürlich, dass Birken hier wachsen können. Dass es nicht am Klima hier liegt. Ich weiß nicht, wie das mit den aufgebaut ist. Jetzt muss ich mal schauen. Da glaube ich geht's lang. Ich kann ja mal kurz irgendwie gucken, ob man dann nicht vielleicht doch noch ein anderes Räumchen findet. Wie du meinst, wie du willst. Was ist denn da unten? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier vielleicht ein paar Buchen pflanzen kann, dann haben wir einen Mischwald. Achso, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eben zu Ende geredet habe, weil ich mich so gefreut habe oder nervös war, was auch immer. Ich glaube, diese dunklen, die wir ja mal abgeholzt haben, die sind ja nur in dem Wintergebiet, ja. Schneegebiet. Ja, Nadelbäume halt, ne? Ja, deshalb, ich weiß, dass sie da natürlich bei Minecraft nur da wachsen, aber ich hoffe halt, dass
Das ist. Ups, das habe ich so scharf aus Versehen geschlagen. Ich hab geschoben. Ist mir eben auch passiert. Ich meine jedenfalls, die wachsen von sich aus nur da, aber ich hoffe halt, dass die Birken da auch wachsen können, wenn ich sie da selber hinpflanze. Hier zum Beispiel war ich mitten in der Wüste, ein Erdklotz. Vielleicht wächst der Baum auch da. Also ich finde die neue Struktur vom Kies, finde ich eigentlich sehr irritierend im Gegensatz zum Stein. Ich finde das auch sehr hässlich. Also jetzt sieht es zwar aus wie auf dem PC, aber ich fand es vorher deutlich angenehmer und schöner. Ja genau, so geht es mir auch. Ich finde es schade, dass sie das geändert haben. Ich finde auch nicht, dass das realistischer aussieht dadurch. Mitarbeiter sieht. Wir wollen den alten Kies zurück. Oh ja. Und jetzt habe ich hier so viele Birkensetzlinge hingemacht. Die restlichen tue ich bei mir mal in die Truhe. Oh, hier kommt noch einer hin. Ich dachte gerade, ob man einen Block unter Wasser vielleicht eins pflanzen kann. Da war ein Ei unter Wasser. Ah ja. Jetzt habe ich glaube ich schon zwei bei. Draußen in der Truhe haben wir da noch andere Setzlinge. Ja, einen Eichensetzling. Nein, es gibt gar nicht Buche, es gibt Eiche. Gibt es gar nicht Buche bei oh, meinem nee. Was denn? Ich habe keine Steinspitzhacke mehr. Naja, egal. Muss ich mir irgendwie merken, wo das ist. Ich glaube, ich schreibe mir dann mal die, Ja, mach die Karte auf jeden Fall mal auf, dann habe ich es auf jeden Fall auf dem Video nachher. Ich muss bearbeiten. So, schön gucken. Warte, dann... Ah ja, okay. Das geht dann. Ansonsten können wir das aber schnell aufschreiben. Ja, ich schreibe mir das mal schnell auf den Zettel. Ich habe aber auch schon einen. Ja, mach das. So, jetzt brauche ich nur noch einen Stift. Ich hatte eben noch einen, aber ich weiß nicht, wo ich den hingeschmissen habe. Hier hast du einen. Danke. So. X. Einen schönen Holzbleistift von einem großen Möbelhaus. Das hast du aber nett umschrieben. Ich mach doch keine Werbung. Ich habe noch nicht mal gesagt, aus welchem Land das Möbelhaus ist. Dann würde ich sagen, beenden wir die Episode. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.